2. bis 17. August laden zum dritten Mal die Schwabacher Kunsttage Ortum 3 zu einem attraktiven Kunstparcours ein. Die gesamte Altstadt präsentiert zeitgenössische bildende Kunst. Malerei und Grafik, Bildhauerei und Aktionskunst residieren an nicht alltäglichen, zum Teil ungewöhnlichen Ausstellungsorten. Alte Kellergewölbe, ehemalige Waschküchen, eine Tiefgarage, eine Turnhalle werden zu Galerien. Installationen, Skulpturen und Bilder in der alten Synagoge, in der Stadtkirche, im Rathaus, im Fluss, in einem ungenutzten Speicher, auf Straßen und Plätzen, hinter Schaufenstern und in modernen Galerien und Ateliers. Wohin man auch geht, bei dem reizvollen Spaziergang durch die Schwabacher Altstadt sind viele überraschende Begegnungen mit zeitgenössischer Kunst möglich. Eine spannende Schau verspricht auch wieder das Motto von Ortum 3, im Zeichen des Goldes. Mit Gold im engen und weiteren Sinne beschäftigen sich alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler. Gold hat Schwabach ja als Goldschlägerstadt zu weltweitem Ansehen verholfen. Über 190 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und aus dem Ausland beteiligten sich an der Wettbewerbsausschreibung. Davon wurden 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Kunstparcours ausgewählt. Über den Preisträger entscheidet eine Jury. Der Schwabacher Kunstpreis, dotiert mit 5.000 Euro, wird dann am 2. August zur Eröffnung der Kunsttage vergeben. Gold ist das Fleisch der Götter. Es ist jetzt wetterbeständig. Es kann also durch Wind und Kälte und Nässe nicht beschädigt werden. Das muss schön zu sein. Was ist Gold? Also Gold ist ja auch ein Synonym für Geld, unter anderem. Also in vielen Kulturen sind die Münzen ja auch Gold. Und ich werde einen kompletten Geldraum machen. Also dieser ganze Raum hier, den man hier sieht, der wird mit Goldmünzen, da ist Kaubonbon drin, aus Kaubonbon ausgefüllt sein. Und der wird später auch nicht begehbar sein. Für mich ist Gold ein Metall der Schönheit und der Schwere. Gold ist in meinen Augen eine Provokation, weil es einerseits für Schönheit steht und für Macht, was beides sehr gut ist, das aber andererseits eben auch missbraucht wird. Ich werde das darstellen mit Selbstporträts, zum Beispiel als Aktmodell oder Selbstporträt als Kathedrale. Ja, das weiße Gold und der goldene Schnitt sind zwei wichtige Faktoren für dieses Thema. Light is my gold. Wenn Gold redet, schweigt alle Welt.
Mein goldener Rollstuhl, Midas. Und die Königin sprach, warum nicht? Gehe ich über los? Für mich ist die Fantasie das Gold des Lebens. Gold ist für mich Ruhe zu finden. Gold ist meine Schwester, weil sie Gold schmiedet. Möchte ich meinen guten alten Freund Selig Frank Z. zitieren. Information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not painting. And painting is the best. Gold findet man da, wo man es nicht sucht. Gold batzt mit seinem lauten Glanz die wirklich wichtigen Sachen zu. Das ist der schönste Liebeste. Schau, die hauen auf doch. Gold birgt das göttlich Abgründige in sich. Man muss es nur in den richtigen Kontext setzen. Gold ist für mich schön, aber nichts wert. Ich war früher Goldschmiedin und war viel mit Gold umgeben und von daher ist es für mich wie Messing. Und ich werde zu dem Sprichwort, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, eine Arbeit machen, wo ich Eicheln, recht groß, galvanoplastisch überziehen werde, damit Blattgold versehen werde und im Hintergrund ist eine Fototapete mit mir als Eichhörnchen verkleidet im Wald. Das Gold. Gold ist Licht, Gold ist Reichtum, Gold ist Macht. Gold ist wertvoll. Wertvoll für die Seele. Ich möchte die Verbindung zeigen zu dem alltäglichen Reichtum im Menschen. Altın, Gold. Altın, topraktaki. Toprağın aşkı. Tuvallerimin ışığı. Kadın telinde mucize. Gold ist für mich die Liebe aus der Erde. Und Licht ist auf meine Paillette und Bewunderung an dem Frauenhaut. Oro significa para mí algo que conserva el valor, pero no la vida. Thank you.
Alles Geld ist gestohlen, alle Habe ist ungerecht. Hermann Hesse aus Klingsors letzter Sommer. Der harte Granit und das verflüssigbare Erz, das Zinn, sind hier miteinander verbunden, wie wenn die Form geöffnet wird und der Kern herausfällt. Gold ist die Sehnsucht nach dem Glück. Es ist total schön, dass die Menschen das, was sie mit Glück definieren, selber gestalten. Also, Poesie ist nie etwas anderes gewesen, es ist mehr durch einen Sieg zu schütten. Gold ist schwer, sehr schwer. Schwer zum Kriegen, schwer zum Tragen. Wenn ihr weg seid, kann ich mir vielleicht abhauen. Und was ist mit mir gehen? Na, dann musst du wieder in die andere Richtung krabbeln. Für mich ist das immer so gewesen, dass Schwarz in Verbindung mit Erinnerung, und Vergangenheit steht. Rot, und deshalb, also das ist ja auch das, was in dem Raum schon da war, mit der lebendigen Gegenwart. Und Gold ist immer was Verheißungsvolles für mich. Und so sehe ich auch meine Objekte, die jetzt in diesen Farben erscheinen. Das Geringe und das Gold. Dann umgab ich mich mit Glanz und du erkanntest meinen Wert. Von dem Stumpfen zum Glanz. Grün ist Gold wert. Grün? Upsala. Ja.